oben gedrückt, indem ich die Bauchmuskeln anspanne, runterdrücke, sodass die Lendenwirbelsäule und das Becken damit, um das es eigentlich geht, fest am Boden fixiert sind. Ich halte dreimal kurz. Du kannst die Hände nach hinten nehmen, du kannst sie an der Seite lassen. Völlig egal, wichtig ist nur, dass du spürst, die Lendenwirbelsäule stabilisiert das Becken, Bauchspannung hält. Du kannst das Bein ganz ausstrecken und richtig fest durchdrücken. Und du möchtest mit dem Bein eher tiefer gehen, wenn du streckst. Zweimal hoch. Ein letztes Mal. Und jetzt gehen wir zurück zu achtmal Single. Und acht. Hüftbeuger, vorderer Oberschenkel. Viermal noch. Und jetzt machen wir gleich einen fliegenden Wechsel. Und wechseln aufs zweite Bein. Zehenspitze anziehen. Das erste kann jetzt locker bleiben. Und wieder gehe ich ein bisschen tief beim Strecken. Das Kreuz in den Boden gedrückt. Das Becken bewegt sich dadurch nicht. Die Lendenwirbelsäule bleibt am Boden. Achtmal noch. Wir trainieren den vorderen Oberschenkel und durch das Halten der Beine in dieser